Hallo und herzlich willkommen zu den News. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Brawlhalla erscheint für Nintendo Switch und Xbox One. Ubisoft kündigte an, dass Brawlhalla, ein Free-to-Play-Plattform-Kampfspiel mit mehr als 15 Millionen Spielern auf PC und PlayStation 4, am 6. November für Xbox One sowie auch Nintendo Switch erscheint. Anno 1800 Release-Datum ist nun bekannt. Anno 1800 erscheint voraussichtlich am 26. Februar 2019 für Windows-PC. Ace Combat 7 Release-Datum bekannt. Ace Combat 7 erscheint aller Wahrscheinlichkeit nach am 18. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und am 1. Februar für PC via Steam. You have three sin lines, right? Trials Rising Release-Datum bekannt. Trials Rising erscheint wahrscheinlich am 12. Februar 2019 für PC, PS4, Xbox One sowie auch Nintendo Switch. Razer hat neue PS4-Controller im Rahmen der Gamescom sowie auch ein neues Headset vorgestellt. Einmal haben wir die ganz teure ultimative Variante, die nennt sich Razer Raichu Ultimate für 199,99. Der Razer Raichu Tournament Edition für 149,99. Und das besagte Headset Razer Treasure for PS4 für 129,99. Microsoft hat die Games with Gold für September bekannt gegeben. Demnach erscheinen für die Xbox One Prison Architect vom 1. bis 30. September, Lifelock vom 16. September bis 15. Oktober für die Xbox 360 sowie auch abwärtskompatibel zur Xbox One, Lego Star Wars 3 The Clone Wars von 1. bis 15. September und Sega Vintage Collection Monster World vom 16. bis 30. September. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir gleich mit PlayStation Plus weiter. Die PlayStation Plus Titel sind bekannt. Diese beginnen am 4. September. Da haben wir einmal Another World in der 20th Anniversary Edition für die PS4. Des Weiteren für die PS4 Destiny 2 ab sofort verfügbar. Dann haben wir Foul Play sowie auch God of War 3 Remastered und Cube im Director's Cut. Für die PS3 haben wir auch Another World in der 20th Anniversary Edition und auch Cube im Director's Cut. Für die PS Vita außerdem auch Another World in der 20th Anniversary Edition und auch Foul Play und zusätzlich noch Sparkle 2. Als Bonus gibt es noch den PSVR-Titel Here They Are und den Playlink-Titel Wissen ist Macht. Alle Angaben natürlich bei PS Plus sowie auch Xbox Live Gold. Ohne Gewähr, da sich diese immer noch ändern könnten oder Titel nicht in Deutschland verfügbar sein könnten. Gran Turismo Sport hat ein Update rausgebracht mit der Versionsnummer 1.25 und dieses bietet folgende neue Inhalte. Einmal haben wir 8 neue Rennwagen, eine neue Strecke und zwar der Red Bull Ring, 3 neue GT League Events und noch weitere Updates. Wenn ihr mehr wissen wollt, dazu habe ich noch ein weiteres Video hochgeladen. Dieses seht ihr jetzt oben in der Infocard. Also schaut rein. Xbox All Access. Ein Abo-Service mit Xbox One, Xbox Live und Xbox Game Pass. Dieser soll $21,99 oder $34,99 monatlich kosten. Dieser wird beinhalten eine Xbox Live Mitgliedschaft, den Xbox Game Pass sowie eine Xbox One S oder Xbox One
X. Laufzeit beträgt 2 Jahre, das heißt, ihr habt 2 Jahre lang Xbox Live Gold, ein Game Pass und eine Xbox One. Nach 2 Jahren gehört die Xbox One euch. Das Blöde an der Sache ist, das ist momentan nur in den USA verfügbar und nur in ausgewählten Stores. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich habe darüber einen Beitrag geschrieben auf gamerscheck.de, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und es ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn es kommen würde. Das war's soweit mit den News. Wenn dir diese News gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Gegebenenfalls auch ein Abo und schau auch gerne in die anderen Videos rein, die du jetzt gleich in der Endcard siehst. Und bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.